Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein reiner Kiss-Haul. Es sind noch ein paar Sachen gekommen, die ich euch demnächst auch noch in ja, etwas mehr Einzelheiten zeige, besonders die beiden Boxen, die ich geholt habe. Und wir starten, und zwar ist die fehlende Platte von EMP gekommen, und zwar habe ich sie jetzt komplett, die Neuauflagen der Picture-Disc-Varianten. Alle da, Ace Frehley ist gekommen, die ist jetzt komplettiert. Dann geht es weiter, dann habe ich eine wunderschöne Bootleg-Platte der Solo-Tour von Paul Stanley, der ersten Solo-Tour, die er gemacht hat, wo noch Bob Kulick, mittlerweile ja leider verstorben, mit dabei war. Das war 1989 und seht ihr es, ist diese Tour gewesen. Ich habe noch nicht reingehört, werde ich noch tun, und dann werde ich, wenn ich euch die Platte genauer zeige, auf jeden Fall noch was dazu sagen. Ich habe einige Paul Stanley Solo Sachen, das werden wir uns alles in einem Video mal angucken. Ich glaube, es sind mittlerweile jetzt 4 oder 5 Scheiben, die ich da besitze, und die gucken wir uns dann alle einmal genau an. Also Paul Stanley Body Glove, ich bin sehr gespannt, im gelben Vinyl, die sieht super, super cool aus. Dann haben wir nochmal nämlich Paul Stanley, und zwar zu Live to Win, One Life Kiss. Die Solo-Tour gibt es ja auch eine DVD dazu. Super cooles Konzert. Ich finde, er hat mega Songs gespielt. Er hatte da, glaube ich, eine Band dabei, die bei irgendeinem Band-Contest-Fernsehding in Amerika gewonnen hatte. Und auf jeden Fall ein mega geniales Konzert. Er singt coole Songs, Hide Your Heart, A Million to One, Bulletproof, Tonight You Belong to Me, einer meiner Lieblings-Paul Stanley-Songs. Ja, Lick It Up ist natürlich dabei. Wouldn't You Like to Know Me, auch einer meiner Lieblings-Paul Stanley-Songs. Magic Touch, I Still Love You, also eigentlich alle Songs von Paul, die ich wirklich liebe. Das Konzert finde ich eins der besten ja, Konzerte, die auch Kiss hätte geben können bei der Songauswahl. Das ist wirklich genial. Ich liebe auch diese DVD dazu. Das ist ein absolut geniales Konzert. Richtig gut. Und vor allem konnte Paul zu der Zeit noch einigermaßen singen, was ja leider nicht mehr ganz so ist. Dann haben wir, sie ist gekommen, aus den Staaten, von Kiss online bestellt. 25 Jahre Psycho Circus. Und zwar in der Silber Metallic Vinyl Edition, limitiert auf 2500 Stück. Ist witzigerweise ausverkauft gewesen, jetzt aber wieder zu bekommen. Ich weiß nicht, ob da nochmal 2500 nachgepresst wurden. Bin mir da mit der Limitierung immer nicht ganz so sicher. Auch die 3000 Lick-It-Up-Scheiben sind immer noch bestellbar. Und die sehen wirklich cool aus. Und ich zweifle da an dieser Limitierungszahl. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine 3000 Fans gibt, die die Scheibe haben wollen. Egal, da kann man wahrscheinlich lange drüber grübeln. Wir werden es nie wissen. Dann haben wir hier natürlich, also ich muss sagen, es war ja die Scheibe, die rauskam, als Kiss 99, ja, nach ihrer Reunion 96 haben sie diese Platte rausgebracht, die für mich ein Highlight war. Viele mögen sie gar nicht so. Für mich war es eine der Kiss-Platten schlechthin nach langer Zeit, weil Psycho Circus ist ein Riesensong, Within ist ein Riesensong, We Are One finde ich cool. Raise Your Glasses ist genial, auch I Finally Found My Way von Peter Criss war ein gutes Lied. Dreamin' ist ein cooles Lied, und für mich das beste Lied auf dieser Scheibe war Journey of a Thousand Years von Gene Simmons gesungen. Und diese ganze Platte hat mich irgendwie an den ganzen Ablauf von Destroyer erinnert. Ich habe diese Platte gehört und fühlte mich irgendwie zurückversetzt, als ich das erste Mal Destroyer gehört habe. Für mich mit einer der besten Platten, die Kiss gemacht hat. Wahrscheinlich auch dadurch, dass die Originalmitglieder wieder zusammen waren, war es für mich auch nochmal so ein Gefühl mehr von yeah, endlich. Aber ich finde auch die Lieder einfach großartig. Es war eine Megaplatte, ist eine Megaplatte. Ich liebe Psycho Circus. Eine der mitbesten Scheiben von Kiss, finde ich. Dann geht es los, und zwar kommen jetzt die Brocken. The Spirit of 76. Destroyer Box Set. Absolut krass. Das Ding werden wir uns demnächst angucken. Das ist so cool, deswegen zeige ich jetzt auch nicht die Rückseite. Wir werden uns dann am Wochenende diese Box zur Brust nehmen. Und ich kann nur so viel versprechen, das Ding hat es in sich. Ist absolut genial. Deswegen raus aus dem Bild, und wir kommen zum letzten Teil dieses Hauls. Ist auch mehr als genug.
Und zwar haben wir die Alive 1976 Box. Das ist eine zweite Box in dieser Reihe. Mir fehlt noch Box 1. Mir ist neulich erstmal aufgefallen, wie Ace eigentlich seine Gitarre hält auf diesem Fotoshoot, dass er sie mit den Seiten zu sich dreht. Ist mir noch nie aufgefallen. Irgendwie eine ulkige Position, aber ja, egal. Wollte ich nur mal so anmerken. Vielleicht hat es der eine oder andere auch noch nicht gesehen. Geniale Box, auch da, sie ist neu. Es ist eine der neuesten oder die neueste Box, die es momentan gibt. Sehr, sehr cool, auch mit dem Bildchen drauf. Eine andere Variante von dem Alive Backside-Bild, Rückseitenbild, so, das habe ich gesucht. Und ja, sehr genial. Mal putzen oben, ich dachte, ich habe einen Kratzer reingemacht. Die gucken wir uns definitiv auch demnächst an. Erstmal die Destroyer-Box, dann kommt die Box. Und ja, auch hier kann ich nur sagen, die Box hat es auch in sich, wie alle Boxen, die eigentlich so rauskommen. Die sind einfach wunderschön gemacht. Gut, dann sind wir auch schon durch. Es war ein relativ kurzes Video diesmal. Es kommt am Wochenende dann ein längeres, weil wir uns die Box angucken werden. Und ich bin ja begeistert von den Sachen, die ich hier habe. Ich wollte eigentlich die Box mit euch öffnen, ich konnte aber nicht anders, ich musste schon reingucken. Wenn sowas kommt, kann ich einfach nicht abwarten. Da bin ich einfach zu geil drauf, da reinzugucken, weil ich einfach Fan bin und ich es liebe, diesen Kram durchzugucken und mir das anzugucken, gerade die Bücher, die da drin sind. Es ist einfach zu schön und auch in diesem Buch hier, was hier drin ist, sind so geniale Fotos. Ah, es war einfach wieder ein Traum, das sich anzugucken. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet und was ihr, worauf ihr euch freut, was ich zeige. Und lasst gerne ein Abo natürlich da, das würde mich immer tierisch freuen. Und damit sind wir auch schon durch mit diesem Video. Es war relativ schnell gemacht. Und ja, was soll ich anderes sagen als keep on rocking. Tschüss.